Zweitens, Jahwe ist der höchste Gott. In den von Gott gehauchten Schriften ist Jahwe ganz klar der höchste Gott. Abraham aber sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu Jahwe, dem Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. 1. Mose 14, 22. Ich will Jahwe danken für seine Gerechtigkeit und dem Namen Jahwes, des Höchsten, will ich Lob singen. Psalm 7, Vers 18. Dann donnerte Jahwe in den Himmeln, der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Psalm 18, Vers 14. Damit sie erkennen, dass du, dessen Name Jahwe ist, allein der Höchste bist über die ganze Erde. Psalm 83, 19. Drittens, Jesus wird als Jahwe, Gott im Fleisch, identifiziert. Die Heiligen Schriften sind darin ebenso klar, dass Jesus die Inkarnation Jahwes ist. Das geht aus den Evangelien hervor, in denen Jesus als Erfüllung zweier alttestamentlicher Prophezeiungen dargestellt wird, die das Kommen Jahwes in seinen Tempel ankündigten. Evangelium oder Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 1 bis 8. Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Bethabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Johannes Evangelium 1, Vers 23 und 26 bis 36. Die Evangelien identifizieren Johannes den Täufer als den Boten, den Gott gesandt hat, um auf ihn vorzubereiten. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg Jahwes, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott.
Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund Jahwes hat es geredet. Jesaja 40, 3-5. Jesaja kündigt an, dass Jahwe selbst erscheinen würde, nachdem er einen Herold in die Wüste geschickt hat, um Israel mitzuteilen, dass ihr Gott bald kommen wird. Und siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, Ha-Adon, den ihr sucht und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher, Jahwe Sebot, Maleachi 3,1. Maleachi sagt voraus, dass der Herr selbst, Ha-Adon, persönlich in seinen Tempel in Jerusalem kommen würde. Da der Tempel in Jerusalem für Gott und nicht für den Menschen gebaut wurde, und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde, mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart, das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Tempelbau bestimmt, sondern für Gott Jahwe. 1. Chronik 29,1. Und da der Ausdruck Ha-Adon nur von Jahwe verwendet wird, darum spricht der Herrscher, Jahwe Sebaot, der Mächtige Israels, wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Jesaja 1,24, vergleiche Jesaja 3,1 und 10, 16 und 36 und andere. Dies legt fest, dass der Herr für den Boten den Weg bereitet, kein anderer ist als Jahwe, der allmächtige Gott selbst. Und da dieser Gesandte oder Bote Johannes der Täufer sein soll und der Täufer gekommen ist, um sich auf das Erscheinen des Herrn Jesus Christus vorzubereiten, da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Apostelgeschichte 19,4. Bedeutet dies, dass Jesus Christus der allmächtige Gott, Jahwe ist, der Herr des Tempels, den die Propheten angekündigt hatten, der sein Volk besuchen kommt? Beachten wir die Logik dahinter. Johannes war die Stimme und der Bote, die gesandt wurden, um auf das Kommen des einen Gottes, Jahwe, in seinen eigenen Tempel vorzubereiten. Johannes kam, um auf das Kommen des Herrn Jesus Christus vorzubereiten. Jesus ist daher Gott, Jahwe, von dem die alttestamentlichen Propheten vorausgesagt hatten, dass er in seinen eigenen Tempel kommen würde. Und das ist nicht alles. Der inspirierte Schriftsteller des Hebräerbriefes lässt den Gott Vater, seinen herrlichen Sohn, Folgendes zuschreiben. Aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, der Sohn, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Hebräerbrief, Kapitel 1, Verse 8-12. Gerade die letzten drei Verse sind dem Psalm 102 entnommen, in welchem David Jahwe als den ewigen und unwandelbaren Schöpfer und Erhalter aller Schöpfung verherrlicht. Ein Gebet des Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor Jahwe ausschüttet. Aber du, o Jahwe, thronst auf ewig und dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht.
Du hast vor Zeiten die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Wie ein Gewand wirst du sie wechseln, und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Psalm 102, Vers 1, 13 und 26 bis 28. Wir sehen, dass sogar Gott, der Vater, den Herrn Jesus Christus als keinen anderen als den allmächtigen Gott, Jahwe, bekennt, preist und verherrlicht. Wenn Jesus nicht Jahwe im Fleisch ist, ist keine Erlösung möglich. Eingangs bei der Darlegung unseres Arguments sagten wir unter der dritten Prämisse genau das, dass keine Erlösung möglich wäre, wenn der Sohn nicht auch im vollen Sinn Gott ist. Die Bibel lehrt nämlich, dass kein Mensch den anderen erlösen kann. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Psalm 49, 8 und 9. Das Lösegeld für das Leben oder die Seelen anderer Menschen ist zu teuer. Und in Ewigkeit kann es von keinem bloßen Menschen erbracht werden. Weder eine Vielzahl von Tieren noch ein rein menschlicher Nachkomme können für die Übertretung oder Übertretungen und Sünden eines Menschen ausreichen. Hat Jahwe Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretungen, die Frucht meines Leibes, für die Sünde meiner Seele? Micha 6, Vers 7. Das sind rhetorische Fragen, die nur eine Antwort kennen. Nein. Daraus folgt, dass kein direkter Nachkomme Adams die Erlösung anderer Menschen bringen kann, sondern nur Jahwe im Fleisch, der durch eine übernatürliche Zeugung empfangen wurde. Nachdem der Hebräerbrief im ersten Kapitel den Sohn durch ein Zitat aus Psalm 102 mit Jahwe identifiziert hat, spricht er gleich im zweiten Kapitel davon, dass dieser Jahwe den Menschen gleich werden musste. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Warum? Damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Hebräer Kapitel 2, Verse 14 bis 15 und 17 bis 18. Diese Menschwerdung und darauf folgende Erlösung durch die gehorsame Selbstaufopferung, durch den Tod am Kreuz, wird von Paulus im Philipperbrief näher beschrieben. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6 bis 8. Bei diesen Überlegungen dürfen wir nicht die offensichtliche innere Logik übersehen. Unsere Vergehen richten sich gegen den ewigen Gott und haben nämlich auch dementsprechend ewige Konsequenzen. Es handelt sich um eine Frage der Autorität. Belügt man einen, ja zum Beispiel einen Polizisten, so kann man mit einer Geldbuße belegt werden. Begeht man das gleiche Vergehen einer Lüge, aber richtet sie sich diesmal gegen einen Richter, der in höherer Autorität steht als ein Polizist, so muss man schon mit einer Haftstrafe rechnen.
Unsere Vergehen richten sich aber gegen den höchsten Gott und haben daher auch die schlimmsten Folgen. Eine ewige Verdammnis. Ein Erlöser muss zwei Dinge erfüllen. Erstens, er muss so klein wie wir sein, ein Mensch, damit er als unser Stellvertreter die Sünden auf sich nehmen kann. Und zweitens, er muss genauso groß sein wie unsere ewige Schuld, beziehungsweise muss so groß sein wie der ewige, gegen den wir uns versündigt haben.